Wie könnte man diese Frage anders beantworten als mit eindeutig Ja, Spitzenforschung ist männlich. Die eigentliche Frage dahinter, die muss natürlich lauten, warum ist das eigentlich so? Ist das irgendwo festgeschrieben? Ist das ein Naturgesetz? Soll das so bleiben? Kann man Naturgesetze ändern? Und vor allem natürlich, was verpassen wir durch diese Unterrepräsentation von Frauen in der Top-Wissenschaft? Welche Chancen, welche Ideen, welche Kreativität, welche Diversität verpassen wir da? Und natürlich auch, welchen Spaß verpassen eigentlich die Männer, wenn die Frauen fehlen? Wir wollen diskutieren hier oben auf der Bühne, wo leider am heutigen Abend, finde ich, auch schon viel zu wenig Frauen waren und sind, aber das werden wir jetzt ändern. Ich darf meine Gesprächsgäste auf die Bühne bitten. Also da ist Frau Professorin Marion Merklein. Kommen Sie alle direkt zu mir. Noch haben Sie die Chance, einen Platz frei zu wählen. Kommen Sie zu mir. Frau Merklein ist, genau, mit einem Applaus geht es leichter. Frau Merklein ist Leibniz-Preisträgerin von 2013, eine rasante Frau in der Wissenschaft, wenn man so will, 14 Jahre nur vom ersten Semester bis hin zur Professur. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Fertigungstechnologie und häufig die erste Frau gewesen, ne? Erste Professorin für Maschinenbau an der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und auch erste Dekanin, oder sagen Sie eigentlich Dekan? Erster sind vollkommen egal. Bitte sowas gleich ins Mikrofon dann. So, die nächste Frau bei uns auf der Bühne ist Frau Professor Barbara Stolberg-Rielinger. Sie ist Leibniz-Preisträgerin von 2005, Professur für Geschichte der frühen Neuzeit am Historischen Seminar der Universität in Münster, Sprecherin des Exzellenzclusters Religion und Politik in der Kultur der Vormoderne und der Moderne, und sie hat zwei Kinder. An dieser Stelle vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Außerdem in unserer Runde Herr Professor Ferdi Schütt, Leibniz-Preisträger von 2003, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim-Ruhr, interessiert sich für die Synthese von Festkörpern mit gezielt einstellbaren Eigenschaften. Er war 2007 bis 2014 Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und ebenfalls hier oben bei uns in der Runde ist einer der diesjährigen Leibniz-Preisträger, Herr Professor Tobias Moser. Er baut momentan an der Universität in Göttingen ein neues Institut für auditorische Neurowissenschaften auf und interessiert sich da besonders für die Haarsinneszellen im Innenohr. Frau Stolberg-Rielinger, ich habe ein bisschen in Ihrer Publikationsliste gewühlt. Das ist ja durchaus üblich, wenn man mal gucken will, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so gemacht haben. Ich habe gefunden, dass Sie schon immer wieder auch sich mit dem Thema Geschlechterrollen beschäftigt haben. Die Affinität von Marienverehrung und Hexenentwurf bei dem Kölner Dominikaner Jakob Sprenger oder auch, daran erinnern Sie sich schon kaum mehr, ne? Das Weib nimmt eine Art Gipfel im Guten und Bösen ein. Daran erinnern Sie sich. Wie weit sind wir gekommen in Sachen Chancengleichheit? Ja, zunächst mal möchte ich sagen, es ist zwar schön, dass Sie diesen, glaube ich, allerersten Aufsatz, den ich hier publiziert habe, zitiert haben, aber eigentlich sind Gender-Themen gar nicht so mein Spezialgebiet. Das habe ich zwar auch gemacht, aber ich finde es immer ganz gut, wenn nicht nur die Frauen die Gender-Themen bearbeiten, und lege eigentlich Wert darauf, sozusagen ganz klassische Männerthemen behandelt zu haben. Ja, wir haben ja die Zahlen gesehen, die sind natürlich nicht besonders erfreulich, das ist völlig klar. Trotzdem muss man vielleicht auch mal daran erinnern, also wenn ich in meinem Fach mich umsehe, dann ist die Veränderung, die sich in der letzten Generation ereignet hat, schon ganz ungeheuer. Also da hat ein Umdenken stattgefunden und das hat sich auch in den Zahlen niedergeschlagen. Also in der Geschichte ist es so, dass 1982, wenn ich mich nicht irre, 4,5% weibliche Professorinnen waren und 30 Jahre später, 2012, 27%. Also das ist schon ein deutlicher Zuwachs. Wenn wir das extrapolieren, wann haben wir 50-50? Das ist eben sehr die Frage. Andererseits würde ich nämlich sagen, dass sich
die Entwicklung im akademischen Betrieb eigentlich in letzter Zeit wieder eher nachteilig für Frauen entwickelt. Mhm. Denn je stärker kompetitiv die Wissenschaft ist, je geringer, es ist heute schon mehrfach zur Sprache gekommen, die Grundausstattung im Verhältnis zur Drittmittelausstattung, desto familienfeindlicher, also desto kompetitiver, desto familienfeindlicher und deshalb auch desto frauenfeindlicher ist das wissenschaftliche Arbeitsleben. Über diese Rahmenbedingungen diskutieren wir gleich nochmal. Vielleicht mal zuerst, Herr Professor Moser, Sie haben ja mehrere Arbeitsgruppenleiterinnen. Was ordnen Sie denn da als schlimmer ein, wenn irgendwie eine Publikation bei Nature platzt oder wenn beispielsweise eine Frau einen Kita-Platz verliert? Also, ich würde mich der Vorrednerin gern anschließen. Ich betrachte mich nicht als Gender-Experten, aber wir tun halt, was wir können. Und da ist der Kita-Platz für mich mindestens 3 Anrufe wert und vielleicht sogar ein mehr als beim Editor. Mhm. Rahmenbedingungen sind extrem wichtig. Frau Merklein, ich habe nochmal nachgeguckt, seit 1958 dürfen Frauen ohne die Zustimmung ihres Mannes bereits einen eigenen Beruf wählen. So schön. Ja, seit 1957 ist in Deutschland die Diskriminierung von Frauen verboten, also so ganz lange ist es noch nicht her. Gibt es heute noch sowas wie versteckte Diskriminierung in der Wissenschaft? Also ich würde sagen, offiziell auf keinen Fall, aber ich schließe mich da definitiv meiner lieben Kollegin an. Ich denke, wir sind eher jetzt dabei, wieder die Randbedingungen für Frauen zu verschärfen. Denn wenn ich mir ansehe, den Wahn, den wir betreiben in gewissen Gremien, dass wir dort immer Gleichverteilung zwischen Männern und Frauen brauchen oder auch in Berufungskommissionen für technische Fächer mindestens 2 Ordinarier. Und dann fragt man sich, wie viel habe ich eigentlich? Dann weiß man, am Schluss sitzt jede in jeder Berufungskommission und kommt nicht mehr zum Arbeiten. Also das finde ich kritisch und beinahe diskriminierend. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, also momentan sind wir fast am Übersteuern. Mhm. Das heißt, es schlägt irgendwie wieder auf die Frauen zurück. Jetzt werden sie überall gefragt und sie haben zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit von der, die wir nicht haben wollen, das ist die Verwaltung. Weil Forschen ist ja eigentlich das, was wir wollen. Mhm. Und die Zeit sollte man uns bitte lassen. Sonst haben wir nichts von der märchenhaften Freiheit der Forschung mit unserem Leibniz-Preisen. Herr Schütt, Sie waren ja auch beteiligt in Ihrer Zeit als Vizepräsident der DFG an den Gleichstellungsstandards und an der Einführung dieser Standards, diesen Leitlinien. Jetzt haben wir diese Zahlen da gerade eben gesehen. Muss man jetzt sagen, das System hat schon versagt oder müssen wir dem einfach noch ein bisschen Zeit geben? Nein, das Wissenschaftssystem ist einfach dadurch charakterisiert, dass die Zeitkonstanten lang sind. Die typische Verweilzeit eines Professors, einer Professorin ist irgendwo um die 25 Jahre. Das heißt, wir können maximal 4% pro Jahr, wenn wir von null ausgehen, erwarten. Und schneller kann es einfach nicht gehen. Und deswegen muss man das Ganze mit einer gewissen Gelassenheit auch beobachten und dem System erstmal Zeit geben, sich anzupassen an die Standards, die eingeführt worden sind. Das ist ja genau das, was die DFG derzeit macht. Die Standards sind über einen Zeitraum von 2008 bis 2013 implementiert worden und jetzt gibt es eine Ruhephase, um sich anzuschauen. Bis 2017 entwickeln sich jetzt auch die Zahlen nach oben. Aber diese Zeit muss man, glaube ich, dem System geben. Man kann hier keine Quantensprünge, nicht in dem Sinne, wie wir es eben gehört haben, sondern große Sprünge erwarten. Es können schlichtweg nur kleine sein. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann war das bis etwa Anfang der 2000er Jahre war eigentlich der Anteil der Frauen an den Professorenpositionen fast konstant. Und seitdem geht es kontinuierlich nach oben, zwar langsam über den Daumen mit 1% pro Jahr, aber das Prozent pro Jahr ist eben auch angesichts der langen Zeitkonstanten nicht unerheblich. Aber trotzdem scheint es ja irgendwie noch Hinderungsgründe zu geben, warum die Frauen nicht einfach so leicht durchstarten können. Und ein Schlagwort in dieser Diskussion ist eben immer die gläserne Decke. Da stellt man sich irgendwie vor, Männerbünde, Verschwörungstheorien, die sitzen da und sagen, lass bloß keine Frau durch. Sie sitzen alle in irgendwelchen Gremien. Gibt es noch eine gläserne Decke, Herr Moser? Also ich habe das noch nie erlebt. Und im Gegenteil, also es ist jetzt tatsächlich so, dass mit einer Vehemenz schon bis zur Verbiegung daran gearbeitet wird, die Gleichstellung, die Gleichrepräsentation, Repräsentanz zu erzeugen. Ich bin davon überzeugt, dass
noch viel zu tun bleibt. Und ich denke, dass die Politik, die jetzt aktuell nun auf den Plan gerufen ist, weil nun keine Preisträgerin dabei war, dort auch noch ganz wichtige Schritte zu tun hatte. Sie haben die Kita angesprochen. Ich habe die Arbeitsgruppenleiterin in unserem Bereich gefragt. Eine verlässliche Kita, um die man sich nicht ständig kümmern muss, also wo man nicht ständig Angst haben muss, dass der Platz wieder weg ist. Eine Kita, die tatsächlich auch wissenschaftstaugliche Öffnungszeiten hat, vielleicht sogar noch zusätzliche Betreuungsangebote. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Eintrittskarte. Sicherlich nicht alles, aber eine ganz, ganz wichtige Sache. Der Fakt, dass für die Familienväter, Väter mit kleinen Kindern, eine Teilzeitstelle in unserem Land nicht wirklich akzeptiert wird oder nicht wirklich als karrieretauglich gesehen wird, ist ein Problem. Das ist auch wiederum eine Sache, die nicht in der Wissenschaft liegt, sondern die in der Gesellschaft liegt. Wie wird denn ein Wissenschaftler angesehen, wenn er heute sagen würde, Achtung, ich möchte meine Elternzeit auch in Anspruch nehmen? Hat er noch eine Chance auf eine Karriere? Das ist eine ganz spannende Frage. Am Ende des Tages ist es letztlich akzeptiert. Ich bin damit ständig konfrontiert. Und ich denke, es bleibt dabei, dass die Wissenschaft von uns allen Leidenschaft und sehr, sehr viel Einsatzbereitschaft abverlangt. Und bei allem Bemühen um Work-Life-Balance müssen wir sehr, sehr stark Leistung bringen. Und das kann man keinem wirklich ersparen. Man kann ihm vielleicht helfen dabei, aber das bleibt halt ein hartes Geschäft. Und das darf man, glaube ich, auch nicht schönreden. Frau Stolberg-Rielinger, wie familienfeindlich würden Sie sagen, ist das System? Sie hatten das vorher schon angesprochen. Ja, also ich denke, es wird tendenziell immer familienfeindlicher. Wie gesagt, je kompetitiver es ist, desto schwieriger wird es. Ich kann für mich selber vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe zwar nie das Gefühl gehabt, an eine gläserne Decke zu stoßen, ich persönlich nicht. Ich will nicht sagen, dass es sie nicht gibt, aber ich habe sie jedenfalls nicht gespürt. In mancher Hinsicht habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass ich Vorteile davon hatte, weiblichen Geschlechts zu sein. Aber um auf meinen Fall und die Familienfeindlichkeit zu kommen, ich habe nach der Promotion 2 Kinder bekommen und habe dann allmählich mich habilitiert und habe mit ganz, ganz wenig Publikationen dann tatsächlich es geschafft, einen Ruf zu kriegen. Heute, glaube ich, würden Frauen, die so wie ich damals 4 Jahre im Grunde nichts publiziert haben, einfach keine Chance mehr haben. Ja, heute muss man schon als Promovierte, also ich kann immer nur für die Geisteswissenschaften sprechen, muss man schon eine riesenlange Publikationsliste vorweisen, man muss Workshops organisieren, man muss ins Ausland gehen und so weiter. Das heißt also, ich glaube, dass wenn ich mit meiner damaligen Qualifikation heute versuchen würde, eine Professur zu kriegen, würde ich sie nicht mehr kriegen. Also ich habe ganz stark den Eindruck, dass die wissenschaftliche Arbeitswelt, so wie sie im Moment aussieht, familienfeindlicher wird, wenn andererseits auch natürlich mentalitätsmäßig sich vieles zum Guten verändert hat. Aber die Strukturen im Wissenschaftsbetrieb entwickeln sich in eine andere Richtung. Das sind die Geisteswissenschaften, Frau Merklein. Wie ist es in den Ingenieurswissenschaften? Ist es da genauso hart? Wird da auch genauso viel erwartet? Definitiv. Also ich würde dort die Anforderungen nicht als geringer ansehen. Und ich denke, das Problem, wenn ein Mann zum Beispiel Elternzeit nehmen will, ist in der Wissenschaft bei uns das geringere Problem. Das würde ich eher im industriellen Sektor sehen. Dort ist die Akzeptanz für diese Fälle deutlich geringer. Und da müssen wir erst noch Verständnis in der Gesellschaft scheinbar wecken. Und ansonsten sehe ich tatsächlich es als sehr herausfordernd an, ja, Beruf und Familie, Karriere in dem Stadium unter einen Hut zu bekommen. Denn man muss eigentlich alles gleichzeitig machen und der Tag hat bekanntermaßen 24 Stunden, die Nacht nochmal 7 und dann sind wir wieder bei den Fähigkeiten der Mathematik. Und sind das reine Erwartungen oder ist das etwas, was tatsächlich existiert? Kollidieren da sozusagen vielleicht auch nur einfach Rollenbilder, dass man sagt, naja, eine Frau, die muss ja auch als Mutter ganz Tolles leisten und muss da hundertprozentig sein und ein Wissenschaftler, der muss sozusagen bis zur Selbstaufgabe im Labor die Zeit verbringen. Herr Schütt, was meinen Sie, passt das in unserer Zeit noch zusammen? Nein, das passt nicht zusammen und das ist auch die absolut falsche Botschaft, die man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin vermitteln sollte. Ich nenne das häufig das Wissenschaftsmachismo.
Wenn wir dieses Bild des asketischen Wissenschaftlers, der kein Privatleben hat, der keine Freunde kennt und Kinder aus seinem Leben streicht, wenn wir dieses Bild vermitteln, dann verlieren wir ganz viele, insbesondere junge Frauen, weil die andere Lebensentwürfe haben, als sie diesem Askesebild entsprechen. Wir verlieren aber auch junge Männer. Und ich glaube, wir müssen viel eher das Bild vermitteln, dass Wissenschaft was Lustvolles ist. Wissenschaft etwas ist, aus dem man Befriedigung zieht, aus dem an dem man Freude hat, bei der es nicht problematisch ist, wenn man auch mal länger arbeitet. Aber es gibt eben auch Zeiten, in denen man vielleicht nicht 15 Stunden am Tag arbeitet, nicht mal 12 Stunden am Tag arbeitet, sondern auch mal ein bisschen Muße hat, um nachzudenken. Auch diese Zeiten gibt es. Und wir tendieren immer dazu, ja, das Bild des asketischen Wissenschaftlers in seiner Studierkammer zu vermitteln, der kein anderes Leben kennt. Und das halte ich für grundfalsch. Aber wenn Sie das natürlich jetzt irgendwie einem Postdoc erzählen, der auf einer befristeten Stelle hockt und irgendwie bangt darum, wie er sein Leben in der Wissenschaft gestalten kann, dem wird es ja vielleicht als Hohn vorkommen. Also ich denke, jeder wird Ihnen zustimmen, wenn Sie das sagen. Aber würden Sie nicht auch sagen, dass es im Moment Tendenzen gibt, die immer stärker werden, die genau das eben immer unmöglicher machen oder jedenfalls zu einem immer größeren Karriereproblem machen, wie zum Beispiel die Quantifizierungstendenz, ja, dass man Kennzahlen und so weiter, Bibliometrie, was ich eine Pest finde und aber offensichtlich ja nicht aufhaltbar ist und immer stärker sich durchsetzt. Und das ist doch ganz eindeutig eine Gegentendenz zu dem, was Sie zu Recht sagen, was wir uns wünschen. Ich gebe Ihnen recht, ich möchte das auch nicht leugnen, aber es ist nicht die einzige Seite von Wissenschaft. Und wir tendieren häufig dazu, eben diese Seite überzubetonen. Und ich glaube, man muss Wissenschaft ausgewogen darstellen, auch Wissenschaft als Arbeitsfeld ausgewogen darstellen. Und ich glaube, es ist nicht nur Askese, das kann man, glaube ich, ziemlich deutlich sagen. Ich wollte noch einen Kommentar zur gläsernen Decke abgeben, wenn ich darf. Und ich streche jetzt meinen Hals sehr weit raus. Ich glaube nicht, dass wir unter den gegebenen gesellschaftlichen deutschen Rahmenbedingungen es schaffen werden, allein durch Maßnahmen in der Wissenschaft auf einen Frauenanteil bei den Professoren von 50% zu kommen. Wir werden da irgendwo bei 30% stecken bleiben, weil Wissenschaft aus sich heraus keine gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern kann. Wir haben im Einspieler am Anfang die Situation in anderen europäischen Ländern gesehen. Und da gibt es interessanterweise zwei Klassen von Staaten, in denen die Frauenanteile höher sind. Das sind die nordeuropäischen Staaten plus Frankreich. Da sind die Wissenschaftsrand oder die gesellschaftlichen Randbedingungen so, dass sie familienfreundlich sind. Da ist es selbstverständlich, dass Männer Familienarbeit übernehmen und nicht nur Frauen. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, der dazu führt. Und dann gibt es das andere Modell, das südeuropäische Modell. Denn auch in Südeuropa gibt es erstaunlicherweise Staaten, in denen die Frauenanteile hoch sind. Und das sind Staaten, in denen das Sozialprestige des Wissenschaftlers nicht besonders hoch ist und denen die Gehälter in der Wissenschaft nicht besonders hoch sind. Und dann sind wir sofort wieder in einem Bereich, in dem Frauen dann in einen solchen, sagen wir mal, marginalisierten Arbeitsmarkt eher zu finden sind als Männer. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür, dass Frauen höher repräsentiert sein sollen. Ich denke, das nordeuropäische Modell sollte das sein, was wir anstreben. Lassen Sie uns vielleicht noch mal einen Moment da überlegen, inwieweit Frauen und Männer unterschiedlich umgehen mit diesen verschiedenen Anforderungen, die jetzt geschildert wurden im Wissenschaftsbetrieb. Kann es sein, zumindest aus der Wirtschaft hört man, dass Frauen eben sozusagen weniger Machthunger haben, sind weniger risikobereit, weniger gierig. Ist das ein reines Klischee? Oder würden Sie sagen, da ist halt doch was dran? Frauen gehen irgendwie anders ran und gehen anders um mit Konkurrenz. In meiner Fachdisziplin, die Frauen, die Ingenieurwissenschaften studieren, die haben Biss. Da würde ich sagen, ist das nichts anderes als ein Klischee und dementsprechend, da hätte ich jetzt keine Sorge, dass diese Damen sich nicht durchsetzen können. Wie hoch ist der Frauenanteil bei Ihnen? Wir sind mittlerweile bei 22% bei den Studierenden und an meinem eigenen Lehrstuhl, ja, bin ich jetzt hart an der 30% Marke dran. Was im Vergleich natürlich sehr viel ist, Frau Stauder-Grinning. Also ich denke, es ist eine Sozialisationsfrage schon noch nach wie vor. Also Frauen sind tendenziell ja doch anders sozialisiert als Männer. Und wenn, ich meine, das wird sich irgendwann vielleicht auswachsen, aber im Moment, denke ich, ist es schon noch so.
Ich kann auch noch mal eine Anekdote aus meiner eigenen Erfahrung vielleicht beisteuern. Ich habe einen Vortrag gehalten bei dem Deutschen Frauenring. Und ein Kollege von mir aus demselben Institut hat auch bei diesem Deutschen Frauenring einen Vortrag gehalten. Und wir kamen zufällig ins Gespräch und es stellte sich raus, der Kollege hatte ein Honorar bekommen und ich nicht. Und der Kollege fand natürlich, dass das eine Qualitätsfrage war, aber jedenfalls habe ich dann die Dame, die uns eingeladen hatte, gefragt, unterschiedliche Besoldung oder Gehälter bei Männern und Frauen und ausgerechnet in eine Frauenvereinigung. Und dann sagte die zu mir, ja, Sie haben ja nicht gefragt. Ja, ich hab nicht nach einem Honorar gefragt, also habe ich auch keins bekommen. Und das ist natürlich so ein typischer Punkt, an dem man sieht, ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen da generell anders sind als Männer, aber tendenziell vielleicht schon doch so erzogen, dass man eben nicht materielle Dinge nicht so wichtig nimmt und so. Und es war schön zu sehen, dass selbst eine Frauenorganisation dann genau in sozusagen erwartungsgemäß sich verhält und den Mann bezahlt und die Frauen nicht. Herr Moser. Mir ist richtig wichtig zu sagen, dass die Motivation, in die Wissenschaft zu gehen, wirklich zwischen den weiblichen und männlichen Mitarbeitern, zumindest in meinem Umgebungsfeld, genau die gleiche ist. Das ist Kreativität, das ist Freiheit und das ist Leidenschaft für Neues, Neugierde. Ja, und das ist eigentlich auch das, was die Frauen mir gesagt haben, was sie wirklich bewegt, auf Risiken und so weiter einzugehen, weil sie sich da eigentlich die beste Verwirklichung ihrer Möglichkeiten in der Wissenschaft vorstellen. Und die Punkte auf die Frage, ja, was führt denn vielleicht zum Nachteil? Was führt denn vielleicht wirklich zum Karrierenachteil? Da wurde dann so ein bisschen betreten gesagt, naja, man sucht die Konfrontation vielleicht nicht so offensiv, man ist eher defensiv. Das habe ich tatsächlich auch erlebt und nur ohnmächtig quasi mitertragen. Und der Fakt der Planungssicherheit, da wurde mir gesagt, das ist etwas, wo Männer mit mehr Risiko agieren, vielleicht aus einfachen Gründen, weil sie sich eben vielleicht nicht an den Ort binden müssen so sehr oder was auch immer. Ja, also jedenfalls, das waren die beiden Punkte, die wirklich so eingeräumt wurden, als ja, vielleicht hindert uns das. Sicherlich nicht die Motivation und sicherlich nicht das Interesse. Herr Schick. Ich möchte gerade den letzten Punkt nochmal aufgreifen. In der Max-Planck-Gesellschaft haben wir eine relativ umfangreiche Umfrage dazu angestellt, was eigentlich die jungen Frauen, auch junge Männer dazu bringt, in einer frühen Karrierestufe, wo ja unser Problem liegt. Unser Problem fängt ja nicht bei der Berufung auf die Professur an, sondern die Schere geht ja vorn auf. Da müssen wir ansetzen. Und da ist wirklich die Frage Planbarkeit über einen gewissen Zeitraum am Ort, Sicherheit über einen gewissen Zeitraum am Ort. Das ist eigentlich der Schlüsselunterschied, der signifikanteste Unterschied bei den Entwürfen für Männer und Frauen in Bezug auf eine wissenschaftliche Karriere. Das heißt, wenn man Maßnahmen implementieren möchte, die Frauen in die Wissenschaft bringen oder in der Wissenschaft halten, dann muss man vermutlich an dieser Stelle ansetzen. Wenn die Frauen dann erstmal durchs System gelaufen sind, dann ist Diskriminierung überhaupt kein Thema mehr. Also wenn man sich Berufungszahlen anguckt, gibt es eine Reihe unterschiedlicher Studien. Frauen landen mit typischerweise höherer Wahrscheinlichkeit auf einer Liste als Männer. Also wenn man sich die Zahlen im Bewerbungsverfahren auf Listenplätzen und dann nachher bei Berufungen anschaut, und sie werden mit höherer Wahrscheinlichkeit berufen, als sie auf Listenplätzen stehen. Also sobald Frauen erstmal in diesem Wettbewerb um die W3-Stellen, W2-Stellen sind, dann haben sie hervorragende Chancen. Wir haben das Problem ganz vorne. Da geht die Schere auf, da beginnt die Pipeline leaky zu werden. Das heißt, wir brauchen auch keine Quoten. Inwieweit, wie würden Sie Quoten beurteilen? Ich denke mal, es ist ja wirklich eine Gratwanderung auch. Man möchte Frauen auf der einen Seite fördern, dass sie sich es trauen, dass die Rahmenbedingungen passen, dass sie an die Spitzenpositionen kommen. Andererseits möchte man aber ja auch nicht vorschreiben, wie viele es sein sollen. Gibt es da einen Ausweg?
Also ich denke, Quoten sind von allen Gleichstellungsmaßnahmen die schlechteste in der Wissenschaft. Ich will nicht über die Industrie sprechen, das kann ich nicht beurteilen, aber in der Wissenschaft halte ich Quoten für die schlechteste Lösung, weil wir ja nicht von dem wissenschaftlichen Selbstverständnis abrücken wollen, nicht wirklich, ja, dass es in der Wissenschaft gilt, vom Geschlecht zu abstrahieren. Ja, das können wir nicht wirklich wollen, also dass wir vom Geschlecht nicht mehr abstrahieren. Ich halte sehr viel von dem Spruch des 17. Jahrhunderts, dass die Vernunft kein Geschlecht hat. Und das müsste ja das Ziel sein. Also eine Quotenlogik ist mit einer wissenschaftlichen Logik nicht vereinbar letztlich. Und man kann natürlich argumentieren, dass es, solange die Verhältnisse noch sehr, sehr ungleich sind, vielleicht vorübergehend zu rechtfertigen sei. Aber ich denke, dass sich man letztlich damit auch den Frauen nicht wirklich einen Gefallen tut, weil, ich meine, man kann natürlich argumentieren, die Gleichstellung ist erreicht, wenn inkompetente Frauen in Spitzenpositionen angekommen sind. Das kann man ja so sagen, warum nicht? Es gibt auch inkompetente Männer in Spitzenpositionen und das muss das Ziel sein. Es ist aber natürlich nicht wirklich ein schönes Ziel und man sollte ja vielleicht eher sozusagen nach Kompetenz gehen. Und insofern würde ich sagen, Quote ist nicht das Mittel der Wahl. Oder sie ist erreicht, wenn die Männer anfangen zu meckern und Förderungen einfordern. Herr Moser, Sie zum Thema Quote vielleicht nochmal oder wie empfinden Sie das an der Stelle? Ich kann ja nicht mehr hinzufügen. Ich glaube, dass es im Grunde genommen eine Beleidigung für Frauen darstellt, weil ihre Qualität dann quasi diskutiert werden muss. Mhm. Und ich glaube, wir hatten vorhin so nach den Gründen gesucht. Ein Grund oder ein Punkt, der mir klar geworden ist, und ich glaube, das ist auch in vielen Orten schon umgesetzt oder angefangen, ist, dass gerade weil eben diese Unsicherheiten mit Planung und so weiter bestehen, ein wirkliches Coaching, und zwar nicht nur im Mentoring-Programm einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder so, sondern wirklich Day-to-Day-Coaching oder Weekly-Coaching, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Dass man eben zumindest die Unsicherheiten besprechen kann, die Sachen abwägen kann, immer wieder reflektieren kann, bewegt man sich in die richtige Richtung oder nicht und so weiter. Und da, ich glaube, da kann man wirklich relativ viel tun. Und natürlich wird das für eine Frau leichter sein, weil es als Rollenmodell noch wirksamer rüberkommt. Aber ich denke, das ist generell ein ganz wichtiger Ansatz, der, glaube ich, erfolgreich sein kann. Auf jeden Fall, das hat dieses kurze Schlaglicht in unserer Runde schon ergeben. Es ist eine Aufgabe, die auf allen Ebenen ablaufen muss, in der Wissenschaft, aber auch in der Gesellschaft und sicherlich von jedem Einzelnen auch. Wir konnten es nur anreißen hier. Ich hoffe, ein paar Punkte konnten von Ihrer Seite aus hier gemacht werden und ans Licht gebracht werden. Und ich bedanke mich sehr für die Diskussion und Ihnen fürs Zuhören.